Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Flop-Video für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier mal wieder eine komplette Kiste mit aussortierten Produkten, wo ich euch einfach zeigen möchte, was es ist und warum ich es aussortiert habe, versuche ich euch auch sagen zu können. Mal gucken, ob ich das noch auf die Kette kriege. Die Produkte werden auf jeden Fall an meine Kanalmitglieder, die den Status Ehrenbürger oder höher haben, weitergegeben, sofern sie sie haben möchten. Dazu habe ich dann im Community-Tab entsprechend die Produkte abfotografiert, denn als Ehrenbürger hat man die Möglichkeit, eben auf diese Produkte zuzugreifen und bekommt sie zugeschickt, genau, oder halt auch als Ratsmitglied, ne? Und ansonsten gehen die Produkte auch in Trash-Paketen weiter, zum Beispiel Trashisaurus oder auch das andere Trash-Paket, was demnächst auch bei mir ankommt, wird dann auch bestückt werden. Dann werden auch noch weitere Produkte weitergegeben an Familie und Freunde. Also von daher, eigentlich findet jedes Produkt, was ich hier habe, ein wohltolles Zuhause, genau, ein tolles Zuhause. Deswegen, genau, sind die Produkte, die ich euch hier zeige, auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr bei mir zu Hause. Das heißt, ich kann sie so leider nicht an irgendwen anderes weitergeben als an die genannten Menschen. So, genau, ihr könnt tatsächlich über die Kanalmitgliedschaft, also über den Button auch Mitglied werden, wenn ihr möchtet, ist unter dem Video auf jeden Fall verlinkt, dass ihr dann quasi gegebenenfalls hier noch drauf zugreifen könnt oder auch beim nächsten Mal dann die Möglichkeit habt, denn ich sortiere ja ständig und viel aus. Da ich ja auch einen großen Durchlauf habe. Und das ist ja eben das Ding. Ich bin hier, um Produkte für euch zu testen. Das heißt, ich bekomme sie zugeschickt oder ich bestelle sie selber, ne? Und dann mache ich das entsprechend mit euch zusammen, dass ich ein Video drehe oder euch in diesem Flop-Video dann auch die Produkte reviewe. Wobei die meisten habt ihr auch ein Video schon gesehen. Und genau, dann seht ihr meine Meinung dazu und dann kann ich die ein oder andere immer mal wieder vor Fehlkäufen bewahren. Und das ist eben auch so ein bisschen mein Job, ne? Und das mache ich auch super gerne. Deswegen sind es halt auch immer relativ viele Produkte, die hier im Durchlauf sind. Aber so ist das halt. Man verurteilt ja auch nicht irgendwie den Handwerker dafür, dass er seinen 10. Schraubenschlüssel hat. So, jetzt gehen wir einfach mal durch die Geschichte durch. Da habe ich zuallererst hier aussortiert von Tamtam das Loose Chocolate Bronzer Powder. Ist per se ja eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich persönlich bin kein Fan von losen Bronzern. Das funktioniert bei mir leider nicht so gut. Ich komme damit nicht so klar. Ich habe den jetzt Ewigkeiten bei mir gehabt, weil ich gedacht habe, Mensch, vielleicht wird das ja noch was mit uns beiden. Nee, leider nicht. Und farbtechnisch sind wir halt auch echt nicht auf einer Höhe, ne? Weil Chocolate ist jetzt auch nicht so, also jedenfalls nicht das Chocolate. Mit Chocolate Soleil von Too Faced zum Beispiel. Das ist voll meiner. Aber dieser hier leider, leider nicht. Obwohl ich die Produkte von Tara eigentlich gut finde, habe ich nachher sogar noch ein weiteres Produkt von ihr hier mit dabei. Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills das ein oder andere aussortiert, denn ich gehe auch immer wieder durch meine Lidschattenpaletten durch. Schmink random einfach irgendwelche Looks. Zum Beispiel jetzt habe ich mit der Jackie Einer Palette aus, von Anastasia Beverly Hills diesen Look geschminkt. Einfach so, um halt nochmal so die Produkte in die Hand zu nehmen und auszuprobieren und so. Aussortiert habe ich jetzt die Carly Bible Palette, einfach weil ich finde, dass sie... Ich hatte mir mehr von ihr erhofft, weil das hier ist jetzt ja auch relativ, das ist ja glatt, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es so wirkliche Hubbels sind. Das ist hier leider nicht der Fall. Und ich finde sie halt von innen auch echt überhaupt nicht so spektakulär. Die Looks, die ich damit schminke, finde ich persönlich nicht ganz so schön. Da habe ich wirklich andere Paletten, auf die ich viel, viel lieber zurückgreife. Und deswegen mache ich hier lieber jemand anderen mit glücklich. Genauso auch mit der Alyssa Edwards Palette. Das ist diese hier, wo ich, glaube ich, auch im Zelt zugeschlagen habe und dachte, dass es was für mich wäre, gerade weil die halt auch so schön bunt aussieht. Aber sie sieht eigentlich nur deswegen so mega krass aus, weil die Umverpackung hier ja auch in diesem Pink ist, ne? Ich persönlich finde diese Qualität leider nicht so großartig. Ich mag die einfach nicht so gerne leiden. Nee, also ich habe auch viel zu wenig Schimmertöne hier drin. Ich habe nur den Inspire, den DDG und den Beyond hier mit am Start. Das ist mir einfach zu wenig, um da vernünftige Looks mit zu schminken. Und wenn ich eine Palette verwende, möchte ich damit auch einen eigenen Look immer hinkriegen. Ne? Ich möchte nicht jedes Mal noch eine andere Sache mit hinzunehmen, es sei denn, es ist halt wirklich eine Palette, die nur dafür da ist. Wie jetzt zum Beispiel von Odin's Eye habe ich mir diese Jewels blablabla Palette mal zusammengestellt. Mit Duochromes und Multichromes und so. Da ist mir klar, dass ich da irgendwas Mattes mit kombinieren möchte. Aber ja, ne? It is wie it is. Die Modern Renaissance habe ich jetzt auch mal aussortiert. Die hatte ich mir, glaube ich, auch mal in einem Bundle gekauft. Und ja, das ist ja eigentlich so ein Staple-Produkt, ne?
Aber ich muss wirklich sagen, ich finde sie zu langweilig. Also, ja klar, kriegt man damit einen schönen nudigen Look hin mit dieser Seite, aber diese Seite hier zum Beispiel mag ich gar nicht so wirklich verwenden, weil sie mir entweder zu dunkel oder zu rot ist. Das ist einfach nicht so meine Welt. Und seien wir mal ehrlich, Nude-Paletten haben wir ja tatsächlich einige da. Und da habe ich auch welche in sehr schöner Qualität, die ich dann auch lieber verwende. Also Jogger gekauft. Dann habe ich hier die Opulence Palette von Zu Eva. Das ist einmal diese hier. Die wurde mir damals mal empfohlen von jemandem von meinen Zuschauern, als ich halt nach dem perfekten Blush gesucht habe. Ja, damit könnte man sich seinen Blush auch irgendwie selber mischen, aber nee. Einfach nee. Also ich finde die auch nicht schön auf meinem Gesicht. Hier habe ich einen Quasi-Highlighter, der mir aber viel zu dunkel ist. Wenn man alle zusammenmischt, gibt das eine schöne Geschichte, aber ich bin da einfach kein Fan von. Nee, deswegen ist sie jetzt weg. Dann habe ich hier Pixi Glow, dieses Riesending, was mal irgendwo in der Box mit dabei war, aussortiert. Soll ja irgendwie Blush, Bronzer und Highlighter sein und alles in Schimmernd und so weiter. Also ich persönlich feiere diese Palette gar nicht. Leider nicht. Und ich sehe halt auch einfach diesen Blushton nicht wirklich auf meinem Gesicht. Das ist nicht meine Welt. Nö. Das ist ein Fail von meiner Seite. Habe ich von Nivolis dieses Kosmetikum Kamillenkonzentrat zur Haut-, Mund- und Haarpflege bestellt. Mit echter Kamille. Ja, habe ich gedacht, wäre halt eine super Geschichte. Zum Beispiel, wenn Julius einen wunden Popo hat oder so. Oder ich halt irgendwas habe. Das Problem ist, du hast hier Alkohol drin. Es brennt. Und für Babys ist das nun mal so überhaupt nicht geeignet. Wo stand das denn drauf? Das hat Schatzi mir gezeigt und gesagt, wohl nicht, ne? Weiß ich nicht, ich glaube ab 2 Jahren oder so ist es geeignet. Bla bla bla. Für Säuglinge und Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Weißt du Bescheid, ne? Nicht unverdünnt anwenden. Das war einfach ein Fehlkauf. Ja, auch sowas kommt mal vor, ne? Dann habe ich von Ofra ein Produkt aussortiert und zwar ist das hier dieses Blush Duo Chick Lit bei Samantha March. Das ist ein Produkt mit einem matten Teil und einem schimmernden Teil. Ich mag den leider nicht so gerne. Ofra hat jetzt einen neuen Blush rausgebracht, den ich sehr, sehr schön finde. Aber hier verwende ich nur die matte Seite, die schimmernde gar nicht, weil die mir auch zu dunkel ist, ne? Und das ist einfach zu schade drum. Ja. Noch eine Palette habe ich hier von Anastasia Beverly Hills. Die Mini Pro Pigment Palette Volume 1 habe ich hier. Die müsste ich mir mal irgendwo gekauft haben, im Sale oder so. Ich glaube, bei Beauty Bay war das. Es ist nicht so meine Farbrange, ja. Ich habe heute auch einen Look drauf, den ich mit dieser Palette hätte schminken können, sehr wahrscheinlich, ne? Tatsächlich, ja. Wenn ich mir das so angucke, ne? Den lila Ton, den rosa Ton, den Schimmerton, den Schimmerton. Kann man definitiv damit auch schminken. Ja, aber ich finde die einfach nicht so schön. Muss ich wirklich zugeben. Ja, und aufgrund der Farbzusammenstellung greife ich da halt auch nicht wirklich zu. Dann habe ich aussortiert von Made by Mitchell einen Blush. Und zwar Hollow There. Das ist einmal diese hier, ein Liquid Blusher. Beziehungsweise eigentlich ist es ein Liquid Bronzer. Bei mir persönlich, ich sehe den nicht. Also der blendet sich irgendwie wirklich weg. Ich sehe da nichts von. Deswegen. Ciao. Du ciao. Genau. Dann habe ich hier auch, geht quasi, also ist eher ein Primer als eine Foundation, wenn man es ungefähr nicht sieht, von Manhattan. Clean and Free. Das pflegende Make-up in der Farbe 30 ist hübsch, ne? Aber für mich einfach zu wenig von der Deckkraft her. Also ja, nö, muss jetzt auch nicht sein. Ist jetzt nicht so meine Welt. Habe ich eine andere von Manhattan, die ich richtig gut finde als Foundation, die richtig gut ist. Genau. Und da muss ich halt nichts behalten im Prinzip, was ich jetzt nur so lala finde. Diese Foundation von Lavera kann ich nicht auf dem Gesicht haben. Die ist so stark. Ich weiß nicht, ob das parfümiert ist oder der Eigenduft. Ganz schlimm. Lavera Hyaluron Liquid Foundation in der Farbe 01. Die ist mir, also ich finde die wirklich, wie die auf der Haut ist, schön, ne? Aber von dem Duft her ist das ganz schlimm. Ist hier Parfüm drin? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ganz schlimm vom Duft her. Das ist so, wie krass kann Naturkosmetik riechen? Ja, also nee, leider nicht. Ich habe ja auch allerhand Primer aussortiert, aber da gehe ich gleich gesammelt, würde ich mal so sagen, fast schon drauf ein. Eine Foundation habe ich hier. Oh ja, oh, super teures Moped, ne? Aber das ist halt wieder so diese Sache. Ich teste Sachen mit euch. Und wenn sie nicht hinhauen, dann müssen sie halt weiter wandern. Von MAC Studio Fix Everywhere All Over Face Pen.
habe den jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und jedes Mal ist es in den Binsen gegangen. Mache ich nochmal einen Versuch? Vielleicht lege ich mir nochmal das Ding zur Seite, dass ich den nochmal ausprobiere. NC13 ist die Farbe. Ich glaube, ich lege mir den hier nochmal hin, weil ich gerade sowieso so einen Foundation-Test am Laufen habe mit High-End-Foundations, wo ich gerade auch eine von Guerlain und eine von Smashbox drauf habe. Guerlain. ne? Und vielleicht, komm, ich nehme den auch in meinen Foundation-Gedünsen da mal mit rein. Eine Chance kriegt er noch. Mal gucken, ob er rausfliegt oder nicht. Dann habe ich hier einen Bronzer von Sandstone, den hatte ich quasi doppelt geöffnet. Ganz blöd. Ganz blöd. Und, nee, Quatsch. Ich hatte den schon einmal geöffnet, genau. Und hier ist das Ding aus dem Pfännchen gefallen, weil der Kleber gerostet ist scheinbar. Ich meine, guckt euch das mal. Aua, guckt euch das mal an. Ne? Crazy. Crazy, crazy, crazy. Das ist nicht so geil gewesen. Aber gut, dann habe ich hier einen Bronzer. Ja, krasses Pferd. Charlotte Tilbury. Den mag ich nicht. Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer in der Farbe 1 Fair. Macht bei mir leider wirklich ein super fleckiges Finish. Ich mag es nicht gern leiden. Das ist ein Cream-Bronzer. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Ist es bei euch auch so? Bei mir ist er super fleckig. Egal, ob ich da viel oder wenig von auftrage. Und bevor der jetzt eintrocknet, gebe ich den lieber einfach weiter an jemanden, der da richtig Bock drauf hat und Freude dran hat. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn, als wenn der jetzt bei mir im Schrank versauert. Jo, Nagellack habe ich aussortiert. Nö. Habe ich nicht gerade drauf. Ja, den fand ich jetzt nicht so überragend. Das ist jetzt hier von Rival Loves Me aus der Cherry Bloom Limited Edition. Genau. Ja, ich meine, dass ich jetzt einfach einen habe, der ähnlich ist und der einfach besser ist. Das kann gut möglich sein. Oh, das war ganz übel. Hab mich so drüber gefreut, weil das so hübsch ist, ne? Catrice ist das C03 Little Secret, ein Lippenstift aus der Limited Edition. Ich konnte den nicht drauf haben. Ich habe den im Haul drauf gemacht und dann wieder abgemacht, weil der so stark geduftet hat. Das geht gar nicht. Das ist mir einfach zu intensiv. Eine richtig coole Farbe, wirklich coole Farbe. Aber ich konnte den nicht auf den Lippen haben. Ich weiß nicht, was das soll. So ein bisschen nach was riechen, okay, ne? Aber dass es so ist, dass ich da echt Kratzen im Hals von kriege, muss ja echt nicht sein. Dann habe ich hier von Rival de Loop aus der Cosmical Mood Edition Aqua Boost Under Eye Base. Hat bei mir eigentlich alles abgelöst. Ich habe das als Lidschattenprimer ausprobiert, ich habe das als Concealer Basis quasi ausprobiert. Hat beide Male alles abgelöst, was darüber aufgetragen wurde. Muss nicht sein, ne? Ist eigentlich so am Ziel vorbei. Dann habe ich hier auch von Tamtam The Classics aussortiert. Tara hat schöne Paletten rausgebracht. Das sind halt auch tolle Reisepaletten. Aber diese hier, nee, die hat es einfach nicht gerissen, muss ich sagen. Da hat sie wirklich nichts rausgebracht, wo ich sage, Mensch, das ist empfehlenswert. Zum einen triggert es mich nach wie vor, dass sie hier die Namen drauf hat und nicht hier drin. Warum? Dann ist die Palette für mich auch leider viel zu dunkel. Ich habe nur einen einzigen Schimmerton, Nörgel die Pörgel. Natürlich hat sie hier drin ein Contour-Produkt, einen Bronzer und einen Blush, aber nee. Da wird bestimmt jemand anders sich drüber freuen und ich fand sie wirklich so wenig gut, dass ich nicht mal die Folie abgenommen habe vom Spiegel. Ansonsten mache ich das ja immer relativ schnell. Aber hier war ich die ganze Zeit unschlüssig, ob ich sie jetzt behalten möchte oder nicht. Und letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, sie zu behalten. Offensichtlich. Jo. Dann habe ich hier Primer. Irgendwas anderes als Primer noch. Von Goul lang und lebendig Aufbaushampoo und Aufbauspülung für langes geschädigtes Haar. Mochte ich eigentlich immer super gerne die Goul-Produkte. Diese Reihe haben meine Haare leider nicht so gut vertragen. Vom Shampoo haben sie viel zu schnell nachgefettet. Und die Spülung hat auch nicht so tolle Ergebnisse gebracht, dass es jetzt irgendwie super toll durchkämmbar oder so gewesen wäre. Und ich habe hiervon auch leider Pickelchen auf der Kopfhaut bekommen. Ja, mit Brombeere und Öl. Den Duft fand ich großartig, ne? Aber nee, irgendwie mochten meine Haare das leider nicht so gerne und das ist sehr, sehr schade, denn ich bin immer wieder auf der Suche nach einem Shampoo, was halt aus der Drogerie ist und wo ich sagen kann, Mensch, Leute, guckt euch das an, das ist total großartig, ne, weil ich verwende halt auch immer die hochpreisigen Shampoos, auch aus Boxen und Adventskalendern oder auch aus Kooperationen und stelle euch die natürlich immer wieder vor, aber ich finde die halt auch wirklich dann langfristig sehr, sehr gut, ne, ist wie es ist, aber ich würde gerne auch mal günstigere Alternativen für euch so im Repertoire haben. Dann habe ich hier ein Isana Parfüm Deodorant Secret Moment. Das ist leider
null schützend. Das duftet, ja, hat einen tollen Duft, aber das ist halt überhaupt kein Antitranspirant-Gedöns. Ne? Deswegen, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Jo, jetzt habe ich hier allerhand Primer. Und zwar bin ich aktuell mal wieder dabei, meine Schminksammlung zu durchforsten. Da ich letztes Jahr ja schon mal mit euch meine Primer deklattert habe. Ich muss das echt so häufig machen, Leute. Ich sag's euch, weil, wie gesagt, es sammelt sich halt immer wieder was an. Bin ich jetzt hier wirklich mal einen Tag durchgegangen und habe meine Primer aussortiert. Meine Foundations und so weiter und so fort werde ich demnächst mal hoffentlich schaffen, mit euch zusammen durchzugehen. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen, ne? Puh, wird auf jeden Fall spektakulär. Dann zeige ich euch mal, was ausziehen darf. Und zwar habe ich hier von Riva Loves Me den Primer Dewy and Fresh mit Hyaluron und Aloe Vera. Ich sage jetzt nicht explizit, warum die ausziehen dürfen, ne? Weil sonst, ich weiß es bei manchen halt auch nicht so hundertprozentig. Bei manchen habe ich halt gesagt, dann behalte ich den und den halt lieber als den und den. Ne? Ich zeige euch jetzt einfach im Schnelldurchlauf, welche ich aussortiert habe. Rival de Loop with Pleasure, das sind solche Holo Drops, die man auch als Primer verwenden kann. Physicians Formula Rosé All Day Oil Free Serum, da weiß ich, dass mir das einfach vom Duft her nicht funktioniert hat. Manhattan Radiance Primer Illuminating. Dann von Fix and Rouge habe ich hier diesen Wonderlove Charm aussortiert. Dann von MIT Cosmetics Diamond Heart Base Primer Illuminating, war mein sackteures Vieh, ich glaube, in der Glossybox gewesen. Smashbox Photo Finish Primerizer habe ich hier auch mit drin. Dann auch noch von Revolution Prime Bright Brightening Primer mit Vitamin C und Orangenblüte. Von M.Asa Magic Care Perfect Turn Instant Optimizer habe ich hier auch mit drin. Das ist so ein durchsichtiges Ding. Die Riva Loves Me Blur Primer Drops habe ich hier auch leider aussortiert. Von Bell Hypoallergenic den Beauty Glow Primer habe ich hier auch mit drin. Ja, dann zwei Schätze von Love habe ich hier reingepackt, weil ich mir gedacht habe, bevor ich sie ja einfach so lange habe, dass sie mir kippen, gebe ich sie weiter. Perfectitude Aura Glow Primer, wahrscheinlich waren dann die beiden auch an Freundinnen von mir, weil die mich auch nach Primern gefragt hatten und morgen ist Mädelsabend. Perfectitude Hyaluronic Serum Primer, auch der hat einen schönen Glow mit dabei. Manche von den Primern sortiere ich halt auch aus dem Grund aus, weil man sie halt überhaupt nirgendwo mehr nachkaufen kann und wenn ich sie euch zeige und die mit euch verwende, dann ist es immer blöd, weil ich euch nicht sagen kann, da und da könnt ihr die theoretisch euch auch holen, wisst ihr? Das ist halt dann ein bisschen schade und das ist dann tatsächlich auch der Grund dafür manchmal, was echt traurig ist. Der ist gut, aber ich habe die Nachfolgevariante davon mit Ceramiden oder sowas ist das. Revolution Candy Haze Weightless Primer mit Ceramiden, Hyaluronsäure, Hagebuttenöl, Kamelienöl, also Ringelblume und Pansy Extract. Also wirklich eine tolle Limited Edition, wo ich auch aktuell das Setting Spray in Anwendung habe. Dann habe ich von Rival de Loop den Hyaluron Primer hier einmal, was auch so ein Dupe sein sollte zu dem von Love. Dann von BH Cosmetics Paradise Prime Hydrating Face Primer. Das ist dieser hier, der ist ein bisschen zu silikonig für meine Zwecke. Von NYX Born to Glow. Ist so ein Zwischending zwischen Highlighter und Primer. Liquid Illuminator in der Farbe Sunbeam. Das ist so ein Rosé-Tönchen. Oh wow. Dann von Magic Finish das Glow Serum Diamond Glow. Da habe ich die andere Farbe von behalten, die ich noch da habe. Von H&M den Face Primer Radiant Luminous Glow habe ich hier auch mit am Start. Von Paul & Joe, so eine schöne Verpackung, wirklich schön. Das ist so koreanische Kosmetik, ne? Moisturizing Foundation Primer S01, ganz hübsch, gab es mal bei Beauty Bay. Dann habe ich hier von LMS Superfood Glow Priming Moisturizer, den haben wir immer mal wieder in Boxen und so weiter drin gehabt. Von Benefit tatsächlich den Professional Light Primer, der ist mir immer noch ein Tickchen zu trocken, bin ich ehrlich. Von Becker in der Farbe Orbit 2 den Lightshifter Dewing Tint Teint Illuminateur kannst du auch theoretisch als Foundation-Ersatz verwenden. Wäre mir persönlich zu wenig Deckkraft, deswegen hatte ich den bei meinen Primern einsortiert. Aber leider, leider funktioniert er auch nicht so gut mit meinen Foundations, die ich danach versucht habe mit ihm zu verbinden, weswegen er dann gehen durfte. Und
Zu guter Letzt habe ich hier von e.l.f. den Mint Melt Cooling Face Primer. Das ist dieser hier. Ich mag nicht so gern diesen kühlenden Effekt auf dem Gesicht. Ich dachte erst, ich würde das cool finden. Hatte den, glaube ich, mal aus Trashy rausgenommen. Aber ich mag diesen kühlenden Effekt einfach nicht. Also auch nicht, wenn es warm draußen ist. Und ich glaube, das ist jetzt das letzte hier. Ne? Das sind Ohrringe. Genau, die mache ich oder habe ich auch schon sauber gemacht. Mache ich dann aber auch, bevor ich sie irgendwo in ein Paket packe, nochmal ordentlich sauber. Die sind mir zu klein. Also da passt mein Ohrläppchen nicht so wirklich rein. Das funktioniert nicht. Dafür sind die Dinger hier zu voluminös, Leute. Ne? It is wie it is. Ihr Lieben, das ist es nur gewesen. Das war ganz schön viel. Ja, als nächstes werden dann wahrscheinlich sehr viele Foundations hier auch zu finden sein. Das ist echt krass, ne? Weil ich halt hart wieder durchgehe und einfach Platz für Neues schaffen möchte. Ja, Leute, das war's. Falls ihr übrigens möchtet, könnt ihr gerne euch in den Kommentaren suchen und finden, dass ihr vielleicht auch untereinander so Tauschpaketgruppen gründet. Ja, da kann ich hier unten gerne in den Kommentaren die Plattform für geben. Ich weiß nämlich, dass schon unter meinen Videos sich super viele Gruppen gebildet haben in verschiedenen Ländern. Ich glaube, in Luxemburg gibt es welche, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, klar. Mega cool und ja, deswegen gerne in den Kommentaren suchen und finden. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!